Einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Benedikt Brummer. Ich bin hier in der Rechtsabteilung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg als Jurist tätig. Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Vesper werde ich in der nächsten Stunde durch den dritten Teil unserer Webinarreihe zum Kündigungsrecht führen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Zu Beginn werde ich circa 20 bis 25 Minuten über die betriebsbedingte Kündigung sprechen. Und Frau Vesper wird mit Ihnen dann in ähnlicher Länge das Thema Betriebsänderungen, insbesondere den Interessensausgleich und den Abschluss von Sozialplänen mit dem Betriebsrat besprechen. Vorab noch, das Webinar wird wie immer aufgezeichnet. Den Videomitschnitt finden Sie dann im Anschluss auf unserer Homepage und auch auf YouTube. Und Fragen wie immer gerne in den Chat. Und wir werden dann im Anschluss versuchen, die für Sie zu beantworten. Zu Beginn habe ich Ihnen auf der ersten Folie nochmal die allgemeinen Voraussetzungen des Kündigungsschutzrechts zusammengefasst. Genaueres hierzu finden Sie in Teil 1 unserer Webinarreihe, wie gesagt, auch abrufbar über unsere Homepage. Ich habe es hier mal hinzugefügt, einfach weil es ja logischerweise auch Voraussetzung für eine betriebsbedingte Kündigung, für die Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung ist. Daher nur ganz kurz im Schnelldurchlauf. Jede Art von Kündigung bedarf der Schriftform, das heißt eigenhändige Unterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichen. Das Kündigungsschreiben muss durch einen bevollmächtigten Vertreter unterschrieben werden. Kündigungsgründe sind grundsätzlich nicht anzugeben. Grundsätzlich deswegen, weil es gibt natürlich Ausnahmen, beispielsweise bei Auszubildenden und bei der Kündigung von Schwangeren. Vor jeder Kündigung ist der Betriebsrat anzuhören. Vorausgesetzt, Sie haben einen Betriebsrat, also auch bei Kündigungen von Personen, die weniger als 6 Monate bei Ihnen im Betrieb tätig sind. Sollten Sie dann eine Kündigung ausgesprochen haben, hat der Arbeitnehmer 3 Wochen Zeit ab Zugang der Kündigung, sich gegen diese Kündigung zur Wehr zu setzen. Und die erhöhten Anforderungen des Kündigungsschutzgesetzes gelten bei einem 6-monatigen ununterbrochenen Bestand des Arbeitsverhältnisses und wenn in Ihrem Betrieb mehr als 10 Personen beschäftigt sind. So, dann zum eigentlichen Thema des heutigen Webinars, die betriebsbedingte Kündigung. Wir wollen erstmal ins Gesetz gucken. Nach Paragraph 1 Absatz 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt, wenn sie nicht durch dringende betriebliche Erfordernisse, die eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Bei der betriebsbedingten Kündigung liegt der Schwerpunkt der Kündigung also auf betrieblichen Gegebenheiten. Der Kündigungsgrund stammt also aus der Sphäre des Arbeitgebers. Demgegenüber bei personen- und verhaltensbedingten Kündigungen, die wir in Teil 2 des Webinars behandelt haben, der Webinarreihe behandelt haben, liegt der Schwerpunkt der Kündigung in der Sphäre des Arbeitnehmers. Beurteilungszeitpunkt für die Wirksamkeit der Kündigung ist der Zeitpunkt ihres Zugangs. Veränderungen nach diesem Zeitpunkt sind für die Wirksamkeit einer Kündigung grundsätzlich unerheblich. An einem Beispiel sollten Sie also zunächst eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen wegen schlechter Auftragslage und sich nach Zugang der Kündigung unerwarteterweise an dieser Auftragslage etwas ändern, also Ihre Auftragsbücher sollten sich wieder füllen. Dann würde das nichts an der Wirksamkeit der Kündigung ändern. Das könnte jedoch gegebenenfalls zu einem Wiedereinstellungsanspruch des Arbeitnehmers führen, wenn diese Verbesserung der Auftragslage zwischen Kündigung und Ablauf der Kündigungsfrist eintritt. Wenn Sie dann eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit haben, kann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin gegebenenfalls einen Wiedereinstellungsanspruch geltend machen. Ich habe Ihnen dann vorab auf der nächsten Folie mal das Prüfungsschema einer betriebsbedingten Kündigung zusammengestellt. Das sollten Sie zumindest gedanklich immer durchgehen, wenn Sie wissen wollen, ob der vorliegende Sachverhalt eben ausreichend ist, um eine betriebsbedingte Kündigung auszusprechen. Zu Beginn müssen Sie jetzt sich also fragen, haben Sie eine inner- oder außerbetriebliche Ursache, auf der die betriebsbedingte Kündigung fußen soll? Ist eine wichtige Weichenstellung, mehr dazu dann so gleich. Dann müssten Sie hierauf beruhend eine unternehmerische Entscheidung treffen. Dann müssen Sie sich fragen, gibt es im Unternehmen vielleicht weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für den zu kündigenden Arbeitnehmer? Und zu guter Letzt, wenn mehrere vergleichbare Arbeitnehmer für die Kündigung in Frage kommen, müssen Sie eine Sozialauswahl durchführen. Zu Punkt 1, zur ersten Frage, ist es eine inner- oder außerbetriebliche Ursache, auf der die betriebsbedingte Kündigung fußt?
Zunächst zu den außerbetrieblichen Ursachen, Beispiele dafür eben Auftragsmangel in Zeiten von konjunkturellem Abschwung, Energiemangel oder auch generelle Absatzschwierigkeiten. Diese außerbetrieblichen Ursachen führen nicht unmittelbar zum Wegfall des Arbeitsplatzes, sondern Sie müssen diese im Betrieb immer noch umsetzen. Vor Gericht oder ja, müsste dann dargestellt werden, welche konkreten Auswirkungen eben die außerbetrieblichen Ursachen auf Ihre betrieblichen Abläufe hat. Das müssen Sie dann im Wege eines zweistufigen Vortrags machen. Auf der ersten Stufe eben darlegen, was ist die außerbetriebliche Ursache? Und auf der zweiten Stufe müssen Sie darlegen, wie sieht Ihre Reaktion darauf aus? Das heißt, wie Sie mit der Ursache dann tatsächlich innerbetrieblich umgehen wollen. Was dann logischerweise oder dementsprechend nicht ausreichend ist, wenn Sie einfach unter dem Schlagwort Auftragsmangel eine betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen wollen. Ich habe auf einer der nächsten Folien dann auch noch ein Beispiel dazu. Dann zu den innerbetrieblichen Ursachen. Klassische Beispiele: Betriebseinschränkung, Entscheidung zur Personalreduzierung oder Leistungsverdichtung, Rationalisierung. Hier ist eben kein zweistufiger Vortrag im Gegensatz zu außerbetrieblichen Ursachen nötig, denn die Ursache und der Grund für den Wegfall des Arbeitsplatzes sind regelmäßig deckungsgleich. Wie gesagt, die innerbetriebliche Ursache fällt dann immer mit der unternehmerischen Entscheidung zusammen. Vor Gericht wäre dann darzulegen, welche organisatorischen oder technischen Maßnahmen Sie angeordnet haben und wie sich die eben auf die Beschäftigungsmöglichkeit des Arbeitnehmers auswirken. Keine pauschalen Angaben habe ich hier noch ergänzt. Genau, also es muss immer so dargelegt werden, dass es eben für das Gericht vollkommen nachvollziehbar ist. Dann zweitens die unternehmerische Entscheidung. Bei außerbetrieblichen Ursachen müssen Sie diese außerbetrieblichen Ursachen durch eine unternehmerische Entscheidung im Betrieb umsetzen. Innerbetriebliche Ursachen, wie bereits erwähnt, fallen dann regelmäßig mit der unternehmerischen Entscheidung zusammen. Diese unternehmerische Entscheidung ist vom Arbeitsgericht grundsätzlich als vorgegeben zugrunde zu legen. Das heißt, sie unterliegt nur der sogenannten Missbrauchskontrolle. Das bedeutet, das Arbeitsgericht prüft nicht die sachliche Rechtfertigung der unternehmerischen Entscheidung, sondern nur, ob diese Entscheidung offenbar unvernünftig oder willkürlich ist. Es ist nämlich nicht Sache des Arbeitsgerichts, dem Unternehmer eine bessere oder richtigere Unternehmenspolitik vorzuschreiben, sondern eben nur diese Unternehmenspolitik, diese Unternehmensentscheidung auf auf Unvernünftigkeit und Willkürlichkeit hin zu überprüfen. Für die Praxis noch ein Tipp. Die unternehmerische Entscheidung sollte vor Ausspruch der Kündigung schriftlich niedergelegt werden. Das hat zwei Vorteile. Einerseits augenscheinlicher Vorteil: wenn Sie diese Entscheidung verschriftlichen, überdenkt man vielleicht nochmal auch die eigene Argumentation und eventuelle Mängel in der Argumentation fallen auf. Und eine solche Verschriftlichung hat auch gegebenenfalls Beweiswert vor Gericht, falls die Gegenseite die unternehmerische Entscheidung oder auch deren Zeitpunkt bestreiten würde. Dann auf der nächsten Folie, wie erwähnt, zwei Beispiele für inner- und außerbetriebliche Kündigungsursachen und unternehmerische Entscheidungen. Erstes Beispiel: wenn Sie sich entscheiden, eine Hierarchiestufe in Ihrem Unternehmen abzubauen, um dadurch Personal einzusparen. Hierin liegt eine innerbetriebliche Ursache, die gleichzeitig eben dann auch die unternehmerische Entscheidung darstellt. Sie müssen dann gegebenenfalls vortragen, welche Aufgaben hat der Arbeitnehmer bisher übernommen, wer übernimmt diese zukünftig, beziehungsweise in welchem Umfang fallen diese zukünftig weg und wieso, also beispielsweise wegen Verlagerung oder Einbeziehung eines Drittunternehmens. Und es muss eben dann nachvollziehbar sein, dass der Arbeitsplatz auch tatsächlich weggefallen ist. Die grundsätzliche Entscheidung, die Sie fällen, dass Sie eine Hierarchiestufe abbauen wollen, ist die unternehmerische Entscheidung, die dann wiederum nur der Missbrauchskontrolle unterliegt. Zweites Beispiel: der Auftragsrückgang. Hier genügt dann wiederum, also Auftragsrückgang als außerbetriebliche Ursache, ein Berufen auf rückläufige Umsatzzahlen genügt nicht. Sie müssen substanziert und nachvollziehbar darlegen, dass mangels ausreichender Arbeit ein Auftragsüberhang besteht. Es muss die zukünftige Entwicklung der Arbeitsmenge anhand einer konkreten Prognose dargestellt werden. Wenn Sie dann auf den Auftragsrückgang reagieren unterliegt wiederum nur der Missbrauchskontrolle. Das heißt, es ist nur kontrolliert, ob Ihre Reaktion auf diese außerbetriebliche Ursache eben offensichtlich willkürlich ist.
Wir kommen dann zur dritten Frage, die Sie sich stellen müssen, und zwar: Besteht eine anderweitige Weiterbeschäftigungsmöglichkeit? Sie müssen sich also die Frage stellen, das ist ein bisschen langer Satz, aber wir werden den dann gleich Step by Step auseinandernehmen und besprechen. Kann der Arbeitnehmer zur Vermeidung der Beendigungskündigung sofort oder nach zumutbaren Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen im Betrieb oder einem anderen Betrieb des Unternehmens auf dem bisherigen, aber modifizierten oder einem freien vergleichbaren oder freien Arbeitsplatz zu geänderten, schlechteren Bedingungen weiterbeschäftigt werden? Zunächst zu den Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Solche, also auf freie Arbeitsplätze, solche Maßnahmen sind dann noch zumutbar für Sie als Arbeitgeber, wenn Sie also in der Regel 3 Monate nicht überschreiten. Wichtig dabei ist aber, der Mitarbeiter hat keinen Anspruch auf Umschulung für einen besseren Arbeitsplatz beziehungsweise und für einen Arbeitsplatz mit besseren Arbeitsbedingungen, also sprich eine Beförderung. Es sind immer nur freie, vergleichbare Arbeitsplätze mit einzubeziehen. Dann im zweiten Punkt, im Gegensatz zur Sozialauswahl, erfolgt die Suche nach Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten unternehmensbezogen und eben nicht wie bei der Sozialauswahl betriebsbezogen. Jedoch erfolgt sie nicht konzernbezogen, ne? Also immer nur unternehmensbezogen, konzernbezogen in der Regel nicht. Unter Umständen oder im Ausnahmefall wäre auch mal ein Konzernbezug denkbar, wenn Sie das vielleicht einem Mitarbeiter vertraglich zugesichert haben, wobei das ist wahrscheinlich der absolute Ausnahmefall, das wird nicht vorkommen. Ein bisschen praxisrelevanter oder wahrscheinlicher wäre, dass Sie vielleicht das in der Vergangenheit so gehandhabt haben, bei vorangegangenen betriebsbedingten Kündigungen, dass Sie da eben konzernweit nach Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten gesucht haben, dann kann das für die Zukunft eben eine Selbstbindung zur Folge haben. Dann die entscheidende Frage: Steht ein freier und vergleichbarer Arbeitsplatz zur Verfügung? Vergleichbar ist ein freier Arbeitsplatz, wenn er im Wesentlichen den gleichen Aufgabenbereich umfasst wie bisher und der Arbeitnehmer auf ihm gegebenenfalls nach einer zumutbaren Einarbeitungszeit weiterbeschäftigt werden kann. Zu berücksichtigen, logischerweise nur freie Stellen. Wichtig ist zu wissen, Sie müssen keinen Arbeitsplatz für einen zu kündigenden Arbeitnehmer freikündigen. Sie nehmen nur die Arbeitsplätze in den Blick, die tatsächlich frei und vergleichbar sind. Und nochmals, es besteht dabei kein Anspruch auf eine Beförderung. Wenn Sie dann keinen freien, vergleichbaren Arbeitsplatz gefunden haben, müssen Sie zuletzt auch noch schauen, ob Sie vielleicht einen freien, aber schlechteren Arbeitsplatz finden, wo der Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden könnte. Dazu müssen Sie ihm dann regelmäßig ein Änderungsangebot auf eine einvernehmliche Lösung hin unterbreiten oder wenn solch eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist, eben eine Änderungskündigung als milderes Mittel gegenüber einer Beendigungskündigung aussprechen. Wenn Sie das nicht berücksichtigen, wäre die Kündigung dann in der Regel unwirksam. Die Verpflichtung zum Ausspruch einer solchen Änderungskündigung kann im Ausnahmefall auch entfallen. Und zwar gibt es da 2 Fallkonstellationen, 2 Alternativen. Einerseits, wenn der Mitarbeiter von vornherein, die Mitarbeiterin von vornherein diese Stelle, die ihm angeboten wird oder die Änderungskündigung, die er dann einnehmen müsste, wenn er die kategorisch abgelehnt hat oder wenn Sie vorab sagen, das Angebot einer solchen Stelle hätte für den Mitarbeiter beleidigenden Charakter. Man muss dazu sagen, aber das sind beides Ausnahmefälle und im Zweifel sollte man sich bei Vorbereitung einer betriebsbedingten Kündigung hierauf nicht verlassen. Dann zum letzten Punkt, den Sie sich ansehen müssen, bevor Sie eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen, und zwar die Sozialauswahl. Also es steht nun fest, es gibt betriebliche Erfordernisse für eine betriebsbedingte Kündigung und es besteht bei Ihnen im Unternehmen auch keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den Mitarbeiter. Dann können Sie nicht einfach nach freiem Ermessen einen von mehreren vergleichbaren Mitarbeitern herauspicken und diesen dann kündigen, sondern Sie müssen eben nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz eine Sozialauswahl durchführen. Sie müssen sich also fragen, welcher von mehreren Arbeitnehmern kann wirksam gekündigt werden. Die Sozialauswahl erfolgt, wie gesagt, im Unterschied zur Suche nach den Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten nicht unternehmens-, sondern betriebsbezogen. Einzubeziehen sind nur Mitarbeiter aus dem Betrieb, in dem auch der Arbeitsplatz weggefallen ist und daher die betriebsbedingte Kündigung auch auszusprechen ist. Einzubeziehen sind in die Sozialauswahl alle vergleichbaren Arbeitnehmer.
Die Vergleichbarkeit wird wie folgt festgestellt, und zwar einmal die arbeitsplatzbezogene und qualifikationsmäßige Austauschbarkeit und zweitens die arbeitsvertragsbezogene Austauschbarkeit. Für die Austauschbarkeit müssen die Arbeitsplätze nicht völlig identisch sein, sondern also insbesondere ist eine kurze Einarbeitungszeit, die jeder Mitarbeiter bei einer neuen Stelle in der Regel hat oder braucht, steht eine solche Einarbeitungszeit steht eben einer Vergleichbarkeit nicht entgegen. Wichtig ist aber, bedürft es einer Änderungskündigung, um den Mitarbeiter auf diese Stelle zu setzen, dann ist eben eine Vergleichbarkeit im Sinne der Sozialauswahl zu verneinen. Die Austauschbarkeit ist nur dann gegeben, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer Kraft seines Direktionsrechts, also Kraft ihres Weisungsrechts, eben auf den anderen Arbeitsplatz versetzen kann. Im nächsten Schritt folgt dann die Sozialauswahl im eigentlichen Sinne, sprich Sie suchen nach dem sozial am wenigsten schutzbedürftigen und daher zu kündigenden Arbeitnehmer anhand von 4 Sozialindikatoren. Dazu gehört, die sind auch im Gesetz festgeschrieben, dazu gehört die Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, Unterhaltspflichten und eventuell eine Schwerbehinderung. Sie als Arbeitgeber müssen dann diese 4 Sozialkriterien in ein vertretbares Verhältnis zueinander setzen. Keinem dieser Kriterien kommt dabei eine höhere oder niedrigere Priorität zu. Die sind alle auf gleicher Ebene. Bei größeren Personalabbaumaßnahmen, also wenn Sie mehreren Arbeitnehmern kündigen wollen, empfiehlt sich in der Regel, dass Sie eine solche Sozialauswahl anhand eines Punkteschemas durchführen, weil ansonsten die Mitarbeiter ja so über den Daumen gepeilt nur schwer miteinander vergleichbar sind. Beispiel für so ein Punkteschema haben wir noch auf der kommenden Folie für Sie eingefügt, werden wir dann noch gleich besprechen. Wichtig ist noch zu wissen, solch ein Punkteschema, wenn Sie einen Betriebsrat haben, müssen Sie in der Regel in einer Betriebsvereinbarung oder beziehungsweise unter Abstimmung mit dem Betriebsrat umsetzen, denn das ist in der Regel eine Auswahlrichtlinie nach § 95 Betriebsverfassungsgesetz und daher mitbestimmungspflichtig. So, dann wie erwähnt hier ein Beispiel für so eine Punktetabelle, wurde auch vom Bundesarbeitsgericht so freigegeben und genehmigt. Also das können Sie in der Form auch nutzen. Sie sehen hier für jedes Lebensalter oder für jedes Lebensjahr nach dem 18. Lebensjahr gibt es einen Punkt, für das Beschäftigungsjahr im Betrieb 1,5 Punkte. Für Unterhaltspflichten 5,0 oder 7,0 Punkte für Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Kinder. Und für Schwerbehinderte und denen gleichgestellte 11,0 bzw. 9 Punkte. Wichtig ist dabei, wenn Sie dann eben diese Punkte berechnet haben und jedem Mitarbeiter eine Punktzahl zuordnen können, nur deutlich schutzwürdigere Arbeitnehmer können mit Erfolg die Fehlerhaftigkeit einer solchen Sozialauswahl rügen. Also kämen Sie nach Durchführung dieses Punkteschemas, dieser Punktetabelle, nach Anwendung von dieser zum Ergebnis, dass ein Mitarbeiter 79 und ein anderer Mitarbeiter 80 Sozialpunkte auf seiner Seite hat, will ich mal sagen, so können Sie als Arbeitgeber trotzdem noch frei entscheiden, ob welchem von beiden Arbeitnehmern gekündigt wird. Ne? Also es muss eben ein etwas größerer Unterschied zwischen den Arbeitnehmern sein. Wenn da nur jetzt ein Punkt dazwischen liegt, dann sind Sie dennoch frei in Ihrer Entscheidung. Zuletzt noch zur sogenannten Leistungsträgerregelung. Sie müssen diejenigen Arbeitnehmer nicht in die Sozialauswahl mit einbeziehen, die für Ihren Betrieb, für Ihr Unternehmen besonders wichtig sind. Das ist insbesondere der Fall, also diese Leistungsträgerregelung kommt dann in Betracht, wenn die Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers wegen seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur notwendig ist. Zum Thema Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen. Also die Rechtsprechung sagt, die besondere Leistungsstärke muss betriebstechnisch oder wirtschaftlich erhebliche Vorteile bringen. Also man muss hier jedenfalls immer den Einzelfall betrachten. Man kann aber schon sagen, die Trauben hängen hier relativ hoch. Also es ist nicht ausreichend, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin einfach nur besonders gute Arbeit macht. Es müssten schon noch beispielsweise Zusatzqualifikationen hinzukommen, die den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dann wirklich auch nur schwer entbehrlich machen für Unternehmen. Und zu guter Letzt die ausgewogene Personalstruktur. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, wenn man mit dieser Punktetabelle arbeitet,
führt das unter Umständen dazu, dass ältere Arbeitnehmer in der Regel mehr Punkte ergattern als jüngere Arbeitnehmer und es dazu führen könnte, dass sie ausschließlich jüngeren Arbeitnehmern kündigen müssten. Deswegen gibt es eben diese Regelung zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur. Man will einfach vermeiden, dass sie eine Überalterung in ihrer Belegschaft haben. Sie können dann eben über diese Alternative 2 jüngere Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl ausnehmen, um eben die Personalstruktur und die Altersstruktur in ihrer Belegschaft in einem Gleichgewicht zu halten, will ich mal sagen. Zum Abschluss auf meiner letzten Folie habe ich dann noch eine aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vom 8.12. des letzten Jahres. Es ging dabei um die Frage, ob eine Rentennähe bei der Sozialauswahl berücksichtigt werden kann. Der Sachverhalt war folgendermaßen: Die beklagte Arbeitgeberin berief sich darauf, dass die Klägerin bereits eine Altersrente für besonders langjährige Versicherte beziehen konnte und daher sozial abgesichert sei und dementsprechend weniger sozial schutzwürdig ist. Die Arbeitnehmerin hielt die Kündigung für unwirksam und trug vor, dass andere Mitarbeiter mit einem geringeren Lebensalter und weniger Betriebszugehörigkeit vorrangig zu kündigen gewesen wären. Das Bundesarbeitsgericht hat in der Entscheidung im Kern zwei Sachen festgestellt. Erstens, Rentennähe ist bei der Sozialauswahl über das Kriterium Lebensalter grundsätzlich einbeziehbar. Und das Kriterium Lebensalter ist ambivalent. Das bedeutet, die soziale Schutzbedürftigkeit nimmt grundsätzlich mit steigendem Lebensalter zu, fällt aber unter Umständen wieder ab, wenn der Arbeitnehmer spätestens innerhalb von 2 Jahren nach Ende des Arbeitsverhältnisses Ersatzeinkommen in Form von abschlagsfreier Rente beziehen kann. So, dann wäre ich soweit durch mit meinem Teil. Ich würde jetzt auch mal schon zwischendurch in den Chat schauen, ob irgendwelche Fragen aufgekommen sind. Ist bisher noch nicht mal der Fall. Dann würde ich die gegebenenfalls, falls noch Fragen sich ergeben, die im Nachgang beantworten und würde jetzt an Frau Vesper übergeben. Dankeschön. So, jetzt bin ich an der Reihe. Die betriebsbedingte Kündigung hängt häufig mit einer Betriebsänderung zusammen, die dann dazu führt, dass man als Arbeitgeber mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln muss. Aus diesem Grund hielten wir es für sinnvoll, dass wir Ihnen heute auch zu diesen Themenpunkten noch mal ein paar Folien mitbringen und Ihnen diese vorstellen, dass Sie so ein Gesamtbild bekommen, was in dem Bereich alles auf Sie zukommen kann. Zunächst habe ich Ihnen auf 2 Folien die Betriebsänderung kurz dargestellt. Die Betriebsänderung ist in § 111 Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Es sind verschiedene Ziffern aufgeführt, wann eine Betriebsänderung vorliegen kann. Unter der Nummer 1 haben wir die Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen. In diesem Fall kann eine Betriebsänderung vorliegen. Meines Erachtens ist das auch eine Ziffer, die am häufigsten vorkommt. Die Stilllegung des Betriebes jetzt nicht unbedingt, aber die Einschränkung des Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen. Diese Ziffer ist auch dann einschlägig, wenn es um einen reinen Personalabbau geht. Und das ist ja sehr häufig der Fall. Allerdings ist jetzt nicht jeder Personalabbau direkt gleich eine Betriebsänderung, sondern es müssen bestimmte Schwellenwerte überschritten werden. § 111 Betriebsverfassungsgesetz orientiert sich da insoweit an dem 17 Kündigungsschutzgesetz. § 17 Kündigungsschutzgesetz regelt die Schwellenwerte für die Massenentlassungsanzeigepflicht. Das heißt, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten ist, muss der Arbeitgeber eine Massenentlassung anzeigen. Als Beispiel, wenn Sie zwischen 20 und 60 Arbeitnehmern beschäftigt haben, müssen mehr als 5 Arbeitnehmer gekündigt werden. Wenn Sie zwischen 60 und 500 Arbeitnehmer beschäftigt haben, müssen mehr als 10% oder mehr als 25 Arbeitnehmer entlassen werden. Dann sind Sie in der Massenentlassungsanzeigepflicht und wir sind ja jetzt hier bei der Betriebsänderung. In diesen Fällen wäre dann eben auch eine Betriebsänderung gegeben. Unter der Nummer 2 in § 111 Betriebsverfassungsgesetz haben wir dann noch die Verlegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen. Das ist klassischerweise der Umzug, also wenn der Betrieb umzieht, auch dann würde eine Betriebsänderung vorliegen. Unter der Nummer 3 haben wir den Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben. Auch das kann eine Betriebsänderung darstellen. Nummer 4 und Nummer 5 sind teilweise schwer voneinander abgrenzbar, deshalb werden die oft so ein bisschen in einem Atemzug genannt.
die grundlegende Änderung der Betriebsorganisation, des Betriebszweckes oder der Betriebsanlagen kann eine Betriebsänderung darstellen. Eine Änderung der Betriebsorganisation liegt dann vor, wenn der Betriebsaufbau insbesondere hinsichtlich Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geändert wird. Grundsätzlich gilt für diese ganze Ziffer, es muss eine grundlegende Änderung sein. Das heißt, diese Änderung muss erhebliche Auswirkungen auf den Betriebsablauf haben. Ja, das muss man immer mit berücksichtigen, weil nicht jede kleine Änderung in der Organisation gleich eine Betriebsänderung darstellt. Die Änderung des Betriebszweckes muss auch grundlegend sein. Also nur weil Sie sich entscheiden, vielleicht ein paar Produkte mit in Ihr Portfolio aufzunehmen, liegt nicht gleich eine Betriebsänderung vor. Eben nur dann, wenn man erhebliche Auswirkungen auf den Betriebsablauf hat. Es gibt da eine ganz nette Entscheidung vom BAG, das passt jetzt vermutlich inhaltlich nicht so ganz zu unseren Zuhörern, aber da ging es um einen Schlachthof, der Rinder und Schweine geschlachtet hat und die haben sich dann entschieden, irgendwann nur noch Schweine zu schlachten und der Betriebsrat war da der Meinung, das ist eine Änderung des Betriebszweckes und das hat das BAG aber verneint, denn geschlachtet wird nach wie vor noch, egal ob das jetzt Rinder oder Schweine sind. Also wie gesagt, passt jetzt wahrscheinlich inhaltlich nicht so ganz zu dem, was bei Ihnen so als Betriebszweck angedacht ist, aber dass Sie so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, das muss schon erhebliche Auswirkungen haben. So, und die Nummer 5, da liegt eine Betriebsänderung vor, wenn Sie grundlegend neue Arbeitsmethoden oder Fertigungsverfahren einführen. Auch hier wieder, das muss eine grundlegende Änderung sein. Der Klassiker, den man anwendet, ist beispielsweise, wenn Sie Gruppenarbeit einführen, das würde unter Ziffer 5 fallen. Oder was aktuell auch häufig vorkommt, wenn im Rahmen von Industrie 4.0 die ganze Arbeitsmethodik geändert wird oder gerade im Automobilbereich, wenn da auf E-Mobilität umgestellt wird. Das hat doch schon erhebliche Auswirkungen und das wäre dann tatsächlich auch eine Betriebsänderung. So, jetzt habe ich Ihnen den Paragraphen 111 Betriebsverfassungsgesetz vorgestellt. Wenn diese Ziffern einschlägig sind, dann liegt eine Betriebsänderung vor. Wenn eine Betriebsänderung vorliegt, dann ist es in der Regel so, dass man einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat verhandeln und abschließen sollte. In diesem Interessenausgleich werden die Modalitäten der Betriebsänderung festgeschrieben. Das ist an sich eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig große Sache, weil oft so ein bisschen bei den Firmen dann die Angst besteht, oh nein, jetzt liegt doch eine Betriebsänderung vor und wir müssen einen Interessenausgleich abschließen. Letztlich wird da festgelegt, wann, wie, wo die Maßnahme vonstatten geht, die Sie entschieden haben. Also wenn Sie beispielsweise entschieden haben, dass eine bestimmte Anzahl an Arbeitnehmern entlassen werden muss aufgrund einer bestimmten unternehmerischen Entscheidung, dann wird in diesem Interessenausgleich festgeschrieben, zu wann die Maßnahme greifen soll, welche Abteilungen betroffen sind, welche Arbeitnehmer. Also einfach nur die Modalitäten dieser unternehmerischen Entscheidung. Bevor Sie die Betriebsänderung umsetzen, müssen Sie zwingend mit dem Betriebsrat verhandeln. Das heißt, Sie müssen ihn rechtzeitig und umfassend unterrichten über die Betriebsänderung und Sie müssen ihn mit ihm beraten. Denn das Gesetz sieht vor, dass der Betriebsrat durch dieses Beratungsrecht eine Einflussmöglichkeit hat auf die Betriebsänderung. Die Entscheidung selbst liegt natürlich bei Ihnen, also die unternehmerische Entscheidung trifft der Arbeitgeber, aber eben durch die Beratung des Betriebsrates soll er Einflussmöglichkeiten erhalten. Wie kommt ein Interessenausgleich zustande? Das Gesetz sieht drei Möglichkeiten vor, wie ein derartiger Interessenausgleich zustande kommen kann. Die erste Möglichkeit ist der innerbetrieblich vereinbarte Interessenausgleich. Das ist das, mit dem man normalerweise beginnt. Man setzt sich mit dem Betriebsrat zusammen und verhandelt über den Interessenausgleich. Die Initiativlast für den Interessenausgleich liegt beim Arbeitgeber. Er muss mit dem Betriebsrat verhandeln. Das ist Voraussetzung dafür, denn wenn er diesen Versuch des Interessenausgleichs innerbetrieblich nicht unternommen hat, dann ist es möglich, dass die Arbeitnehmer einen Anspruch nach § 113 Betriebsverfassungsgesetz geltend machen. Das ist der sogenannte Nachteilsausgleich. Der wird noch an mehreren Stellen relevant. Also wenn Sie da irgendwo einen Fehler machen und sich nicht an das vorgegebene Prozedere halten, dann können die Arbeitnehmer nach diesem Nachteilsausgleich eine Abfindung beantragen. Ja? Also aus diesem Grund setzt man sich mit dem Betriebsrat zusammen und versucht, diesen Interessenausgleich innerbetrieblich abzuschließen. Der Interessenausgleich muss schriftlich niedergelegt werden und von beiden Betriebsparteien unterzeichnet werden. Das ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung.
Die Rechtsprechung fordert mittlerweile nicht mehr unbedingt, dass eine körperliche Verbindung dieses Interessenausgleichs vorliegt, also dass er zusammengetackert ist beispielsweise, sondern es reicht, wenn sich aus der Urkunde selbst aufgrund des inneren Zusammenhanges ergibt, dass diese Blätter alle zusammengehören und sich zweifelsfrei feststellen lässt, dass es eben eine Urkunde ist. Viele Betriebsparteien unterschreiben trotzdem noch jedes Blatt einzeln oder paraffieren es, also das ist ihnen so ein bisschen überlassen. Die Rechtsprechung ist da mittlerweile, was jetzt den Interessenausgleich alleine betrifft, nicht mehr ganz so streng. Nehmen wir mal an, der innerbetriebliche Interessenausgleich scheitert, also man kommt mit dem Betriebsrat nicht zurande. Dann gibt es nach dem Gesetz die Möglichkeit, die Bundesagentur für Arbeit einzuschalten. In meiner ganzen Tätigkeit hier habe ich das noch nie erlebt, dass das irgendjemand gemacht hat, aber ich möchte es Ihnen jetzt hier nicht vorenthalten, das Gesetz sieht das vor. Man geht davon aus, dass die Bundesagentur für Arbeit eben den Arbeitsmarkt gut kennt und auch die Fördermöglichkeiten und hier eine vermittelnde Funktion einnehmen kann. Also wie gesagt, ich habe das in der Praxis noch nie erlebt, aber diese Möglichkeit ist vom Gesetz vorgesehen. Es ist aber keine zwingende Stufe, die eingehalten werden muss, bevor man jetzt zu der dritten Möglichkeit kommen kann, nämlich zur Einigungsstelle. Für den Fall, dass man eben keine Einigung erreicht, kann jede Seite, also sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat, die Einigungsstelle anrufen. Der Betriebsrat kann das tun, das ist eine Möglichkeit für ihn, er muss es aber nicht. Für den Arbeitgeber ist es eine Obliegenheit, denn ohne die Durchführung dieser Einigungsstelle hat er keinen ausreichenden Versuch für einen Interessenausgleich unternommen. Wenn der Versuch eines Interessenausgleichs auch in dieser Einigungsstelle scheitert, also nehmen wir an, auch in der Einigungsstelle kommt man nicht zu einem Ergebnis, dann darf der Arbeitgeber die Betriebsänderung durchführen, ohne dass er dazu verpflichtet wäre, den Mitarbeitern irgendwie Nachteilsausgleich zu zahlen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Stufe eingehalten wird. Ich würde an dieser Stelle noch ein paar Worte zur Einigungsstelle machen wollen. Wie läuft so eine Einigungsstelle ab? Dieses Thema der Einigungsstelle haben wir ja nicht nur bei § 111 Betriebsverfassungsgesetz, sondern beispielsweise auch bei den Themen, die in § 87 Betriebsverfassungsgesetz geregelt sind. Wenn eine Einigungsstelle vonnöten ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann die Einigungsstelle einvernehmlich eingesetzt werden. Das bedeutet, man einigt sich mit dem Betriebsrat darauf, dass man jetzt eine Einigungsstelle einsetzt. Man einigt sich auf einen gemeinsamen Vorsitzenden. Die Einigungsstelle besteht ja aus einem unparteiischen Vorsitzenden und einer gleichen Anzahl an Beisitzern auf Arbeitgeber- und Betriebsratsseite. In der Regel sind das jeweils zwei. Wenn es eine sehr komplizierte Materie ist, können es auch mehr Beisitzer sein. Und diese Person des Vorsitzenden, die ist natürlich ganz entscheidend, weil diese Person hat zum einen eine vermittelnde Funktion und zum anderen ist sie für den Fall, dass man auch in der Einigungsstelle nicht einvernehmlich zu einem Ergebnis kommt, dann am Ende das Zünglein an der Waage. Da komme ich gleich nochmal dazu. Für den Fall, dass man sich jetzt nicht einigt auf einen gemeinsamen Vorsitzenden, da scheitert es manchmal dran, kann man die Einigungsstelle auch gerichtlich einsetzen lassen. Da stellt man einen Antrag beim Arbeitsgericht und dann wird die Einigungsstelle vom Arbeitsgericht eingesetzt. Hier ist es wichtig, dass für den Fall, dass man das in Erwägung zieht, dass man den Antrag von Arbeitgeberseite schnell beim Arbeitsgericht hat, weil man in diesem Antrag auch die Person des Einigungsstellenvorsitzenden vorschlägt. Und die Person wird es dann in der Regel auch, denn es gibt keine rechtlich tragbaren oder tragfähigen Argumente, die gegen irgendeine Person sprechen. Man hat natürlich so gewisse Vorlieben, aber das ist in der Regel nicht zu diskutieren. Und für den Fall, dass dann wenn die Einigungsstelle dann eingesetzt wird, dann werden Verhandlungstermine angesetzt und man versucht dann einen gemeinsamen Text zu erarbeiten, also einen Interessenausgleich. Und für den Fall, dass es keine Einigung gibt, hat man in der Regel einen Interessenausgleich, aber aus Arbeitgebersicht, einen Interessenausgleich aus Arbeitnehmersicht und dann wird abgestimmt. Und die Stimme des Vorsitzenden ist dann halt entscheidend und das wird es dann am Ende. Aber muss ich auch dazu sagen, das habe ich in der Praxis auch ganz, ganz selten erlebt. In der Regel kommt man in dieser Einigungsstelle auch zu einer Einigung. So, das war nochmal so ein kleiner Exkurs, weil ich Ihnen das jetzt auch nicht vorenthalten wollte an der Stelle. Dann machen wir jetzt mit dem Interessenausgleich weiter. Was ist inhaltlich in diesem Interessenausgleich geregelt? Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, die Modalitäten der Betriebsänderung werden hier festgeschrieben. In dem Interessenausgleich enthalten sein kann eine Auswahlrichtlinie. Dazu hatte Herr Brummer ja schon ausgeführt. Die enthält Regelungen über die Sozialauswahl für die Arbeitnehmer.
Das würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, das hat der Herr Brummer ja schon gesagt. Ebenfalls in dem Interessenausgleich kann enthalten sein eine Namensliste. Eine Namensliste ist, wie der Name sagt, die Liste, eine Liste, auf der die Namen der Arbeitnehmer aufgeführt werden, die von der Betriebsänderung betroffen sind. Eine Namensliste hat einen ganz großen Vorteil. Und zwar kann die Namensliste, also wenn es eine Namensliste gibt, dann gibt es, wenn die, also nehmen wir an, es geht um einen Personalabbau und es werden Arbeitnehmer gekündigt, der Arbeitnehmer klagt und wir sind im Kündigungsschutzprozess. Wenn es eine Namensliste im Interessenausgleich gibt, dann ist der Prüfungsmaßstab vor Gericht ein anderer. Und zwar gibt es dann eine gesetzliche Vermutung, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Das wird dann vom Gericht überhaupt nicht mehr so überprüft wie ansonsten. Und daneben wird die Sozialauswahl nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft. Das ist also ein ganz großer Vorteil, den man als Arbeitgeber hat. Deshalb sperren sich die Betriebsräte auch häufig dagegen, diese Namensliste zu vereinbaren. Aber wenn man es irgendwie schafft, hat es definitiv Vorteile. Das Schriftformerfordernis erstreckt sich auch auf die Namensliste. Und hier gibt es jetzt eine Besonderheit, da muss man sehr vorsichtig sein. Also an sich ist es auch hier bei dem Interessenausgleich mit der Namensliste ausreichend, wenn sich aus dem inneren Zusammenhang der Urkunde ergibt, dass diese Namensliste zu dem Interessenausgleich gehört. Das kann eben durch äußere Anschein sein. Allerdings empfehlen wir immer dazu, Interessenausgleich und Namensliste, die in der Regel als Anlage angehängt wird und nicht in dem Text selbst enthalten ist, durch Tackern körperlich fest zu verbinden oder auch die Namensliste zu unterschreiben. Denn da haben wir durchaus auch vor Gericht schon mal Probleme gehabt, weil die Gerichte da sehr streng sind, weil eben vermieden werden soll, dass Zweifel daran bestehen, ob das tatsächlich die Namensliste ist, die bei Vertrags- oder bei Abschluss der Betriebsvereinbarung vorlag. Also hier sollten Sie auf jeden Fall vorsichtig sein und im Zweifel entweder unterschreiben oder nicht körperlich fest verbinden. Das war es nun schon zum Interessenausgleich. Neben dem Interessenausgleich ist dann über einen Sozialplan nachzudenken. In dem Sozialplan geht es um den Ausgleich bzw. die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die die Mitarbeiter durch die Betriebsänderung erleiden. Ein Sozialplan ist grundsätzlich bei jeder Betriebsänderung aufzustellen. Es gibt Ausnahmen, die sind in 112a Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Betriebsänderung allein in der Entlassung von Arbeitnehmern liegt und bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden, sowie bei Betrieben, die neu gegründet, also von neu gegründeten Unternehmen innerhalb der ersten 4 Jahre. Aber an sich muss ein derartiger Sozialplan aufgestellt werden. Wie kommt ein derartiger Sozialplan zustande? Da gilt das Gleiche, was ich schon zum Interessenausgleich gesagt habe. Man kann den Sozialplan innerbetrieblich vereinbaren, man kann die Bundesagentur für Arbeit einschalten oder wenn man sich nicht einig ist, kann man die Einigungsstelle einsetzen. Anders als bei dem Interessenausgleich ist es bei dem Sozialplan so, dass der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt. Nochmal zur Erinnerung, beim Interessenausgleich war es ja so, wenn Sie in der Einigungsstelle zu keinem Ergebnis kommen, dann dürfen Sie als Arbeitgeber die Betriebsänderung einfach so umsetzen, wie Sie sie geplant haben. Beim Sozialplan ist es hingegen so, wenn Sie sich hinsichtlich der Modalitäten nicht einig sind, dann gibt es einen Sozialplan mit den Regelungen vom Arbeitgeber, einen Sozialplan mit den Regelungen vom Betriebsrat und dann wird abgestimmt. Ja. Auch wenn das nicht zwingend ist, weil ja Interessenausgleich und Sozialplan zwei verschiedene Dinge sind, wird in der Praxis, werden die Verhandlungen in der Regel verbunden miteinander, weil natürlich zum einen ist es so, dass man kann ja die wirtschaftlichen Nachteile erst richtig bestimmen, wenn die Betriebsänderung klar ist. Und deshalb macht es auch deshalb schon Sinn. Und häufig ist es so, dass das vom Betriebsrat auch so ein bisschen als, ja, es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Ne, wenn man beim Sozialplan dem Betriebsrat ein bisschen entgegenkommt, dann ist er bei der Betriebsänderung, bei dem Interessenausgleich ein bisschen entgegenkommend. Also das ist nicht unüblich, dass das zusammen verhandelt wird, auch zusammen in einer Einigungsstelle verhandelt wird. Zwingend ist es aber nicht. Auch der Sozialplan bedarf der Schriftform und ist auch hier Wirksamkeitsvoraussetzung. Also darauf sollte geachtet werden. Was kann Inhalt eines Sozialplans sein? Auch das hängt natürlich wieder davon ab, um was für eine Betriebsänderung es geht.
Die Betriebsparteien haben hier einen Beurteilungsspielraum. Sie haben Gestaltungsspielräume, die sie einsetzen können. Es geht hier immer um die Frage, ob, in welchem Umfang und wie diese wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen und abzumildern sind. Und dabei haben eben die Betriebsparteien einen Ermessensspielraum. Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie oder auf den nächsten beiden Folien zu dieser Ermessensausübung nochmal ein paar Informationen mitgebracht. Wir haben im Gesetz eine Regelung zu den Grundsätzen der Ermessensausübung. Das ist in § 112 Absatz 5 Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Diese Grundsätze gelten eigentlich nur für die Einigungsstelle. Das heißt, wenn Sie innerbetrieblich sich nicht einigen und in der Einigungsstelle verhandeln, dann soll die Einigungsstelle diese Grundsätze beachten. Es ist aber auch nicht verkehrt, diese Grundsätze zu kennen, wenn man sich innerbetrieblich auseinandersetzt. Zunächst mal ist die Einzelfallbezogenheit zu beachten. Ja, also dieser Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die sollen immer dem Einzelfall Rechnung tragen. Es geht darum, die konkreten wirtschaftlichen Nachteile der betroffenen Arbeitnehmer auszugleichen und nicht irgendwelche pauschalen Regelungen zu treffen. Ja. Daneben ist auch zu berücksichtigen, ob Mitarbeiter ein Angebot erhalten haben, im Betrieb oder im Unternehmen oder im Konzern weiterzuarbeiten und das ohne Grund oder ersichtlichen Grund abgelehnt haben. Auch das ist was, was die Betriebsparteien dann bei der Bemessung, zum Beispiel einer Abfindung, berücksichtigen können. Und daneben sind auch die Fördermöglichkeiten des SGB III zu beachten. Daneben kommt es natürlich auch noch auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit an. Also das Volumen, das Gesamtvolumen des Sozialplans darf natürlich nicht den Bestand des Unternehmens und die verbliebenen Arbeitsplätze gefährden. Als Obergrenze steht so schön im Gesetz, also die Obergrenze für die Dotierung des Sozialplans ist der vollständige Ausgleich, den die Arbeitnehmer durch die Betriebsänderung erleiden. Das wird wahrscheinlich, an diese Grenze wird man sehr selten stoßen. Die Untergrenze wiederum bildet die wirtschaftliche Vertretbarkeit für den Arbeitgeber. Welche Schranken gelten bei dem Sozialplan? Also auch hier haben trotz des weiten Gestaltungsspielraums und der Ermessensausübung müssen die Betriebsparteien hier einige Dinge beachten und dabei insbesondere die Diskriminierungsverbote des AGG. Es ist verboten, Mitarbeiter zu benachteiligen aufgrund von im AGG genannten Gründen. Also haben wir Alter, Religion und so weiter, die sind da ja aufgeführt. Nicht verboten ist die sogenannte positive Diskriminierung. Das haben wir häufig zum Beispiel bei dem Thema Schwerbehinderung. Sozialpläne sehen häufig vor, dass schwerbehinderte Mitarbeiter noch irgendwelche Zusatzleistungen bekommen. Das ist wiederum kein Problem. Wir haben im Gesetz ausdrückliche Regelungen auch zu dieser Thematik. Und zwar haben wir in § 10 AGG konkrete Regelungen, die sich auch auf den Sozialplan beziehen. § 10 Absatz 3 AGG sieht vor, dass das Lebensalter, die Betriebszugehörigkeit auch, und die Rentennähe Umstände sein können, die Differenzierungen im Rahmen des Sozialplans ermöglichen. Sind dann verschiedene Alternativen in der Nummer 6 aufgeführt. Die erste Alternative betrifft das Lebensalter. Und zwar ist es zulässig, nach dem Lebensalter gestaffelte Abfindungsregelungen zu vereinbaren. Denn das ist jetzt keine unzulässige Diskriminierung jüngerer Arbeitnehmer und aus dem Grund auch zulässig. Die Alternative 2 sieht Regelungen vor, wonach rentennahe Jahrgänge bei der Abfindung reduziert berücksichtigt werden dürfen. Das betrifft jetzt Arbeitnehmer, die eben unmittelbar im Anschluss an das Ausscheiden oder im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld I bereits eine Altersrente beziehen können und damit wirtschaftlich abgesichert sind. Auch das ist zulässig. Zulässig ist es auch, dass man Regelungen trifft, wonach die Arbeitnehmer zwar nicht unmittelbar rentenberechtigt sind, aber eine Abfindung erhalten, die die wirtschaftlichen Nachteile, die der Mitarbeiter dadurch erleidet, abfedert. Also so einen Fall hatte ich tatsächlich auch schon mal in der Praxis. Da hat man dann eben berechnet, welche Einbußen der Mitarbeiter hat in dem einen Jahr, in dem er Arbeitslosengeld I bezieht. Da wurde dann die Differenz zum letzten Bruttogehalt errechnet und dann eben noch das, zum Beispiel, ich glaube, es war ein Jahr noch, bis er dann in Rente gehen konnte und das wurde eben als Abfindung ausgezahlt. Und auch das wurde hier beim LAG Berlin-Brandenburg als völlig unkritisch angesehen. Auch die Betriebszugehörigkeit kann als Faktor
angewendet werden. Das haben wir ja recht häufig bei der Berechnung der Abfindung, dass da die Betriebszugehörigkeit ein Faktor ist. Auch das stellt keine Benachteiligung jüngerer Arbeitnehmer dar. Zulässig sind ebenfalls Höchstbetragsklauseln. Das ist so eine Art Kappungsgrenze, dass man eben sagt, bis zu einem bestimmten Betrag kann die Abfindung nach der Formel berechnet werden, aber höher darf sie eben nicht sein. Auch hier sagt man, das ist keine Benachteiligung älterer Arbeitnehmer, sondern das begrenzt einfach nur die Bevorzugung, die älteren Mitarbeiter eigentlich durch die Altersstaffelung erreichen. Dann habe ich Ihnen noch eine Folie zum Thema Eigenkündigung und Aufhebungsvertrag mitgebracht, weil ja immer die Frage ist, wie geht man mit Mitarbeitern um, die selber kündigen oder einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen. Vom Grundsatz her ist es so, dass diese Mitarbeiter, die eine Eigenkündigung oder einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen, von der Abfindungsregelung ausgenommen werden können oder eine reduzierte Abfindung erhalten. Das gilt aber dann nicht, wenn die Eigenkündigung oder der Aufhebungsvertrag vom Arbeitgeber veranlasst werden. Dann müssen auch diese Arbeitnehmergruppen bei den Regelungen im Sozialplan berücksichtigt werden. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Einzelfallentscheidung. Also man sagt, dass die Eigenkündigung oder der Aufhebungsvertrag dann vom Arbeitgeber veranlasst ist, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf diese geplante Betriebsänderung beim Arbeitnehmer die berechtigte Annahme hervorgerufen hat, dass sein Arbeitsverhältnis beendet wird und der Arbeitnehmer letztlich dieser Kündigung nur zuvorkommt. Das muss man dann im Einzelfall sehen. Also ich denke mal, wenn Sie eine Betriebsänderung haben, bei der es um die Kündigung von Arbeitnehmern geht und das ist jetzt Beispiel eine bestimmte Abteilung, die das betrifft und die anderen Abteilungen nicht, dann kann man hier natürlich schon gut argumentieren und sagen, dieser Arbeitnehmer wäre niemals gekündigt worden, da wurde auch kein Eindruck erweckt, dass er sein Arbeitsverhältnis verliert und deshalb nimmt man ihn aus. Aber das müssen schon ganz klar abgrenzbare Fälle sein. Ebenso zulässig ist die Vereinbarung von Stichtagsklauseln, dass man eben regelt, dass ein Arbeitnehmer keine oder nur eine geringere Abfindung erhält, wenn er sein Arbeitsverhältnis im Zusammenhang mit der Betriebsänderung beendigt. Was für einen Stichtag man hier anwenden kann, habe ich Ihnen hier auch nochmal aufgeführt. Also der Zeitpunkt muss sachlich gerechtfertigt sein. Das kann der Zeitpunkt des Scheiterns der Interessenausgleichsverhandlungen sein. Es kann die Bekanntgabe des Stilllegungsbeschlusses an den Betriebsrat sein oder der Abschluss der Sozialplanverhandlungen. Auf diese Zeitpunkte kann man abstellen. Ebenso ist noch darüber nachzudenken, wie man umgeht, wenn Arbeitnehmer klagen. Häufig wird der Wunsch geäußert, naja, aber wenn jetzt jemand Kündigungsschutzklage erhebt, wollen wir dem nicht auch noch eine Abfindung zahlen? Was Sie machen können, ist die Fälligkeit der Abfindung verschieben auf den Zeitpunkt des rechtskräftigen Abschlusses des Kündigungsschutzverfahrens. Das geht. Sie können aber nicht die Arbeitnehmer von der Abfindungsregelung ausnehmen, die Kündigungsschutzklage erhoben haben. Das wäre unzulässig. Zulässig hingegen ist die Vereinbarung von sogenannten Turboprämien in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung. Das sind Prämien, die gezahlt werden, wenn Mitarbeiter freiwillig zum Beispiel früher ausscheiden. Na, dann bekommen sie on top noch einen bestimmten Betrag gezahlt. So, dann bin ich schon bei der letzten Folie und zwar geht es hier jetzt um die Rechtsnatur des Sozialplans. Auch das ist ganz wichtig. Der Sozialplan ist eine Betriebsvereinbarung besonderer Art. Die Regelungen in dem Sozialplan gelten aber für den Arbeitnehmer unmittelbar und zwingend. Sie begründen für ihn einen normativen, unmittelbaren Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitnehmer kann die Ansprüche aus diesem Sozialplan auch einklagen. Das ist deshalb wichtig, weil auch beachtet werden muss, es ist ja eine Betriebsvereinbarung. Arbeitnehmer können auf Ansprüche aus diesem Sozialplan nicht verzichten. Das geht nur mit Zustimmung des Betriebsrates. Nur wenn dieser zustimmt, ist ein Verzicht zulässig. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn man beispielsweise vor Gericht dann einen Vergleich abschließt und sich zum Beispiel noch auf die Zahlung irgendeiner zusätzlichen Abfindung einigt oder auf eine Gesamtsumme, ist ganz wichtig, dass man dann immer die Anrechnung einer eventuell nach der BV zustehenden Abfindung mit aufnimmt. Ansonsten kann der Arbeitnehmer das unter Umständen doppelt einklagen. Wichtig ist auch, wenn man sogenannte Ausgleichsklauseln in Vergleichen mit aufnimmt, dass auch da eben die Ansprüche aus dem Sozialplan nicht abgedeckt sind, weil man ja die Zustimmung des Betriebsrates nicht hat. So, das war es jetzt von meiner Seite. Jetzt würden wir mal in den Chat schauen, ob Fragen aufgetaucht sind. Nein, der Chat ist leer. Also Sie haben jetzt noch ganz kurz die Möglichkeit,
Wenn Ihnen im Nachgang zu unserem Webinar noch Fragen einfallen, können Sie die natürlich sehr gerne auch direkt an uns schicken. Dann beantworten wir die im Nachgang. Nein, also scheint, dass nichts auftaucht. Ja, dann wären wir jetzt am Ende unseres heutigen Webinars. Wir danken Ihnen, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben. Wir hoffen, dass wir alle offenen Fragen zu den Themenkomplexen, die wir heute vorbereitet haben, beantwortet haben. Wie schon gesagt, Herr Brummer hatte es ja schon erwähnt, wir werden das Webinar wieder online stellen. Auch die Folien werden wir online stellen, sodass, falls Sie noch Kollegen haben, die heute leider keine Zeit hatten, sich das gerne noch anschauen würden, auch im Nachgang in der Konserve tun können. Ja, dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme heute, wünschen Ihnen alles Gute und bis bald. Bis bald.